Als sich die Katastrophe schließlich ereignete, kam sie nicht wie der Dieb in der Nacht. Im Unterschied zu den Bewohnern von Pompeji waren die Minoer auf Santorin vorgewarnt. Es ist unbekannt, ob die minoischen Siedler wussten, dass sie buchstäblich auf einem Vulkan lebten. Denn dass sich für mehrere tausend Jahre keine größeren Eruptionen ereignet hatten, bedeutet ja nicht, dass es nicht geringfügige vulkanische Aktivitäten gab, zum Beispiel kleine Lavaergüsse oder Fumarolen. Aber selbst wenn es diese gegeben hat, haben die Minoer sie höchstwahrscheinlich nicht richtig gedeutet. Doch der Ablauf des großen Kataklysmus musste ihnen bald jegliche falsche Sicherheit rauben. Vor der Hauptphase kam es zu einer sogenannten Vorstufeneruption, die sich auf der Prä-Kameni-Insel ereignete. Dabei wurde eine 10 Kilometer hohe Asche- und Bimssteinsäule ausgeschleudert. Der Wind trieb sie in südöstliche Richtung. Akrotiri und der Südteil der Ringinsel wurden von einer ca. 5 bis 20 cm hohen Ascheschicht bedeckt. Verbunden damit waren sicherlich mehrere starke Erdbeben. Spuren davon zeigen sich in der Ausgrabung von Akrotiri, die leider im Frühjahr 2011 noch immer nicht wieder zugänglich war. Dass aber Santorin immer wieder von Erdbeben heimgesucht wurde, kann man zum Beispiel auch an der Kapelle Agios Nikolaos Marmaritis bei Emborion erkennen, deren schwere Quader teilweise stark gegeneinander verschoben sind. Sie war in der Antike ein hellenistischer Tempel. Ein noch eindrucksvolleres Zeugnis der fortdauernden Erdbebentätigkeit ist der Skaros-Felsen nördlich von Tira. Er ist heute unbewohnt. Das Gipfelplateau aber ist von Ruinen und Mauerresten übersät. Hier lag im Mittelalter die Skaros-Burgstadt. Dicht an dicht drängten sich die Häuser, in denen ein Großteil der katholischen Bevölkerung Santorins lebte. Spätestens Anfang des 19. Jahrhunderts siedelten die noch verbliebenen Bewohner des Skaros nach Phira über. Der Hauptausbruch der minoischen Eruption ereignete sich aber erst einige Monate nach der Vorläuferexplosion. So hatten die meisten Bewohner in der Zwischenzeit die Möglichkeit, Santorin zu verlassen. Sie nahmen auch ihre Wertgegenstände mit. Zumindest hat man bis heute keine Vulkanopfer bei den Ausgrabungen der minoischen Siedlungen gefunden. Der Hauptausbruch begann mit einer massiven Explosion. Bei der Bings Asche und Lavabomben bis zu 30 Kilometer hoch in die Stratosphäre geschleudert wurden. Im Unterschied zu der einige Zentimeter hohen Ascheschicht der Vorläufereruption wurde bei diesem Ausbruch eine etwa 10 Meter dicke Bimssteinschicht abgelagert. Dies lässt sich sehr schön an der berühmten Fundstelle jener Olivenbäume nachweisen, deren Äste im Jahr 2003 in den Bimsschichten der Caldera-Wand südlich von Kap Alonaki entdeckt wurden. An ihnen wurden die neuesten Radiokarbon-Datierungen durchgeführt.
Diese Olivenbäume wurden durch die heiße Asche der Vorläuferexplosion zunächst entlaubt. Aber erst die Hauptexplosion bedeckte sie mit einer mehrere Meter hohen Bimssteinschicht. Die erste Phase des Ausbruchs war eine plinianische Eruption. Ihre Dauer wird auf mehrere Stunden geschätzt. Die vorherrschende Windströmung verfrachtete das Material in östliche Richtung, also auf Kleinasien zu. Darauf folgte in einer zweiten Phase eine phreatomagmatische Explosion von gewaltigen Ausmaßen. Jetzt kamen die magmatischen Schmelzen, da sich der Vulkanschlot immer weiter öffnete, mit Meerwasser in Kontakt. Es kam zu pyroklastischen Strömen, die sich über die ganze Insel ergossen. In zwei weiteren Phasen verstärkten sich diese pyroklastischen Ströme noch und lagerten dabei massive Lavablöcke von bis zu 20 Meter Durchmesser ab. Es kam auch wieder zu Ascheströmen und Laharflüssen. Möglicherweise auch zu Aschewolken. Wann genau dieser Ausbruch stattgefunden hat, ist immer noch umstritten. Die neuesten Radiokarbon-Datierungen ergeben das Jahr 1610 vor Christus mit einem Unsicherheitsfaktor von plus minus 10 Jahren. Dies wird gestützt durch dendrologische Untersuchungen an den Wachstumsringen der Olivenbaumäste und durch ein Säuresignal in arktischen Eisbohrkernen. Trotzdem wird diese frühe Datierung von manchen Archäologen, die sich vor allem auf den Vergleich von Ausgrabungsfunden stützen, vehement bestritten. Die ältere Vorstellung, dass sich die minoische Eruption etwa 1450 vor Christus ereignete, gilt inzwischen zwar als überholt, aber eine ganze Reihe von Archäologen plädiert aufgrund von Vergleichsdaten aus dem Mittelmeerraum und Ägypten für das Jahr 1530 als Zeitpunkt der Explosion. Gleichgültig, ob man der niedrigen oder der hohen Chronologie anhängt, niemand geht heute mehr davon aus, dass der Santorin-Kataklysmus zum Untergang der gesamten minoischen Kultur führte. Diese zerfiel erst ab etwa 1450 vor Christus und damit kann die minoische Eruption nicht direkt dafür verantwortlich gemacht werden. Sicherlich hatte sie aber massive Auswirkungen. Tsunamis mit meterhohen Flutwellen, Erdbeben und Ascheregen haben wohl den gesamten südöstlichen Mittelmeerraum betroffen. Neuere Ausgrabungen auf Inseln vor Kreta, in Israel und Ägypten konnten dafür weitere Indizien erbringen. Nach dem Kataklysmus und dem Einsturz der Magmakammer war die Präkameni-Insel im Meer versunken. Die Ringinsel selbst zerbrach in drei Teile. Die östliche Hälfte bildet das heutige Tira mit Akrotiri und dem Skarosfelsen. Auf Tira liegen auch die größten Ortschaften des Archipels, nämlich die Hauptstadt Phira und Ia ganz im Norden. Wesentlich kleiner als Tira ist die Nachbarinsel Therasia, die einen Teil der nordwestlichen Caldera bildet. Ihre Fläche beträgt nur etwa 10 Quadratkilometer, die von Tira fast 80. Auf Therasia leben nur etwa 200 Einwohner und es gibt dort nur Tagestourismus.
Den letzten Überrest der ehemaligen Ringinsel bildet die unbewohnte und fast vegetationslose Insel Aspronisi. Sie hat nur eine Fläche von 0,15 Quadratkilometern und liegt auf halber Strecke zwischen der Akrotiri-Halbinsel und dem Südzipfel von Therasia. Laut Wikipedia steht Aspronisi, das sich in Privatbesitz befindet, für 6 Millionen Euro zum Verkauf. Etwas weiter südlich als die versunkene Präkameni-Insel erhob sich im Jahr 179 vor Christus eine neue Vulkaninsel aus dem Meer. Man nannte sie Hiera, also die Heilige, denn sie war offensichtlich von den Göttern geschaffen. Knapp 200 Jahre später stieg neben Hiera eine weitere Insel aus dem Meer. Man gab ihr den Namen Theia, die Göttliche. Im Jahr 726 nach Christus entstand dann eine weitere Insel, die sich mit Hiera zur Urform der heutigen Paleokameni verband. Diese Insel zerbrach in der frühen Neuzeit und kurze Zeit später tauchte wiederum eine Insel, nämlich Mikra Kameni, auf. Diese vereinigte sich später mit der Insel Nea Kameni. Deren spektakuläres Auftauchen hat der Jesuitenpater Goree 1712 ausführlich geschildert. Zurzeit konzentriert sich die vulkanische Aktivität im Santorin-Archipel auf Nea Kameni, das aus mehreren Lavaschilden aufgebaut ist. Etwa 7 Kilometer außerhalb von Tira, in nordöstlicher Richtung, liegt aber der Columbus, ein Seamount. Der Krater dieses untermeerischen Vulkans liegt nur 18 Meter unter der Meeresoberfläche. Während seiner letzten Aktivitätsphase ragte er sogar über den Meeresspiegel hinaus. Die anhaltenden vulkanischen Aktivitäten, die letzten phreatischen Explosionen ereigneten sich 1950 auf Nea Kameni, zeugen davon. Das vulkanische Abenteuer des Santorin-Archipels ist noch nicht zu Ende. Das Feuer im Mittelmeer nur vorübergehend erloschen.